Hallo zusammen, hier ist der Kleitus von Crown Crew. Wie angekündigt, gibt es hier jetzt ein Let's Play von The Darkness 2. Und ja, ich würde sagen, legen wir hier gerade los. Ich habe vorher noch einen Spruch von meiner Konsole auf Deutsch umgeschaltet. Weil, als ich das erste Mal gestartet habe, hat es noch irgendein 2-Mega-Update runtergeladen und dann habe ich Start gedrückt, ist es losgegangen und das war Englisch. Und ich denke, damit dass es einfacher zu verstehen ist, ist es sinnvoll, wenn man es hier auf Deutsch umgeschaltet hat. Das habe ich jetzt gemacht. Darum starten wir jetzt mit dem neuen Game. Hängen hier den Gangster raus. Noch nicht zu fest durchdrehen mit einem Schwierigkeitsgrad. Das ist gut so. Und genau als Einführung für euch, aber auch für mich, noch zum Rekapitulieren, was hier ist gelaufen im ersten Teil, ziehen wir uns doch das jetzt schnell rein, würde ich sagen. Okay, ihr wisst ja, wie es anfing. Am Anfang war das nichts. Leere, nichts bis auf völlige Dunkelheit. Und so hat's die Finsternis gewollt. Erst als Gott meinte, es werde Licht, wurde es hässlich. Erst war es harmlos. Ein Planet hier, eine Sonne da und so. Als nächstes waren da Menschen und Kühe und Zeugs. Jede Menge, überall. Natürlich, klar, die Finsternis war angepisst. Von damals an zog die Finsternis durch die Welt. In einem menschlichen Träger nach dem anderen. Jeder von ihnen dachte, er wäre ihr Meister. Aber du besitzt die Finsternis nicht. Die Finsternis besitzt dich. Vorwärts zu einem Jackie Estacado. Der Standardtyp. Null Familie, null Hoffnung, null Zukunft. Er war am Ende genau da, wo man es erwartet und ballerte Leute für die Franchetti-Familie um. Das Leben war insgesamt ziemlich düster für Jackie. Dann kam sein 21. Geburtstag. Und alles wurde noch düsterer. Man mag glauben, ein paar Superkräfte wären ganz cool für Jackie. Naja, bei seinem Beruf als Killer und so. Und wäre da nicht dieser Dämon in ihm, käme das hin. Denn die Finsternis machte Jackie nicht nur stärker, sie machte aus ihm einen Gott. Aber nur, wenn das Licht aus war. In 0, nichts war die Mafia hinter Jackie her, wollte seinen Tod. Einfach so, die New York City Mafia gegen Jackie und die Finsternis. Doch so düster es auch war für Jackie, es gab noch Licht in seinem Leben. Und ihr Name war Jenny. Diese Kids, die waren lange zusammen. Ich denke nicht, dass jemand widersprechen würde, dass sie zusammengehörten. Und das ist wohl die Tragödie daran. Die Mafia war noch hinter Jackie her. Sie wussten, der schnellste Weg, ihn zu kriegen, wäre, ihm den Sinn des Lebens zu nehmen. Jenny zu töten, war so ziemlich das Dümmste, was die Mafia tun konnte. Damit hatte Jackie nicht nur nichts mehr, wofür er lebte, er hatte nichts mehr zu verlieren. Und die Finsternis? Jackie konnte sie viele Jahre lang unterdrücken, aber so sehr er es auch versucht, niemand kann die Nacht verhindern. Wenn er dieses Ding in sich nicht bald kontrollieren kann, wird bald nichts mehr von ihm übrig sein. Dann wird Jackie nur noch eine leere Hülle sein. Und das ist es, was die Finsternis will. Wow, das ist ein dürniges Sieg. Kurz bevor mein Vater starb, sagte er mir, Jackie, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen. Aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Da war etwas in mir. Etwas Schreckliches. Und es wollte raus. Als es raus war, musste ich zusehen, wie der einzigen Person, die mir je wichtig war, der Schädel weggepustet wurde. Dann gab es mir die Macht, die Dinge gerade zu rücken. Zeug, das man sonst nur aus Albträumen kennt. Das Töten machte es nur stärker, schwerer zu kontrollieren. Doch am Ende konnte ich es begraben. Aber seitdem sucht es nach einem Weg hinaus. Es nennt sich selbst die Finsternis. Jackie, schön dich zu sehen. Komm rein. Hi, Vinny. Wie geht's der Familie? Welcher?
Hey, Jackie, sieh dir mal die Hupen von dem Brünetten rechts von dir an. Nein, nein, das andere rechts. Das ist links von ihm, Schwachkopf. Hey, Jackie, guck mal, sie haben ein Bild von deinem Dad aufgehängt. War ein guter Mann, dein Vater. Guter Mann. Hey, Mann, hör auf, dich hängen zu lassen. Komm schon, Boss, sie haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Die Zwillinge warten schon. Großartig. Hey, Enrico, ich hab dir die Karten für das Spiel besorgt. Geht auf mich, mach's gut. Frankie, alles klar? Mr. Galvani, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Diese Ravioli sind zu scharf. Verzeihung, Madame. Wir bringen Ihnen eine neue Portion. Oh, Billy, wie geht's dir? Nicht schlecht. Hey, Kellner, zum Mitnehmen, bitte. Klar, Mr. Swifty. Schnell, schnell, ich hab's eilig. Oh, tut mir wirklich leid, Gaston. Bitte sehr, Boss. Bon Appetit. Hi, Jackie. Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Na? Was ist? Na klar tut er das. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. Oh, shit. Oh, Scheiße! Jackie, runter! Oh, Scheiße. Das war ein schöner Headshot. Bleib bei mir. Oh, Scheiße. Seht euch sein Bein an. Was macht ihr? Ihr Jungs, geht vor. Ich bring Jackie hinten rum raus. Jackie, hör mir zu. Ich bring dich hinten rum raus. Nimm du das hier. Halt uns diese Kerle vom Hals. Oh, Scheiße. Vinny, ich werde diese Schweine abschlachten. Jackie, komm. In die Finn! Ja. Oh, die fette Sau von vorne, oh Scheiße. Hat jetzt nicht geschafft. Nein, nein, die drei Rechtüren da. Nein, nein, sie hat da Fuß rein. Fuck. Der Schleif, dass das Moment sagen wird. Ach du Scheiße. Ein Moment. Erfahrt das kein aus dem Demo. Oh, gib mir eine Minute, Jackie. Ich habe ewig nicht trainiert. Wir drei nicht schlecht. Schwierige, schwierige Tiere und so. Liegen schießen. Right. Okay, Boss. Ich kann die Küche von hier aus sehen. Wir können fliehen, aber du musst beide Knarren nehmen, damit ich dich stützen kann. Ja, ist gut. Okay, Kimbo-Style, ah? Das habe ich geil. Rieche Gas! Beeilung, Winnie! Sie sind da drin! Wach! Schnell, gib mir das Feuerzeug! Brenn in der Hölle, Esther Carlo! Nutze deine Kraft oder stirb! Niemals! Nie wieder, du Mistkerl! Ich bin deine Erlösung. Stärker als ein Vater.
Provoziert ihn weiter. Du armes Loch, was, Dreckskerl? Na los, komm hierher. Ich hab was für dich. Gib dich mir hin, Jackie! Endlich kann ich mich nähern. Verdammt! Was zum Teufel ist das? Hast du das gesehen? Yeah, das ist aber geil. Bist du das? Du. Was zum Teufel ist hier los, Vinny? Wer war das? Keine Ahnung, Boss. Nach der Explosion habe ich einen hinkenden Typen gesehen, der von seltsam aussehenden Kerlen begleitet wurde. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasse runter. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Ich komme nach. Muss erst wieder zu Atem kommen. Mach sie fertig, Jack. Scheiße, der Vinny hat die Gasexplosion auch überlebt. Huere Straub. Also, ich muss da schnell mal ein bisschen... Aha. Oh, ist schon voll da oben. Ja, super. Ja, ich weiß auch nicht, Jungs. Ich meine... Ich tue sonst Untertitel aktivieren und dann einfach die englischen Sprüche, weil ich finde auf Englisch auch die Stimmen besser und motivierter und so. Und da könnt ihr ja sonst unten mitlesen. Dann machen wir doch das, hä? Weil ich kenne es aus dem Demo, wie es Englisch gesprochen wird und das ist schon viel besser, Mann. What the fuck just happened, Vinny? Who hit us? I don't know, boss. I don't know. After the explosion, I saw some guy with a limp. He had some weird-looking fucks with him. Nobody I recognized, though. Where'd that piece of shit go? They headed down the alley. The rest of our crew's out front, so you can meet up with him on the street. I'll be right there. I just need to get my wind back. Give him okay. Hell, Jackie. Aber was meint ihr, meine... Ob ihr jetzt verstanden habt oder nicht, das ist ja noch sein, aber es soll auch wirklich besser töten. Anyway, also, da sind wir rausgespült worden. Okay. Also Select drücken. Und dann kommt da unten so eine... Achtung, ja, jetzt kann ich mit LB, kann ich das tacklen und dann kann ich zack, yeah! Richtig geil. Und man muss nicht einmal so gut zielen. Das längt, glaube ich. Ja, ja. Etwa drauf und er flitzt auch dort wunderschön durch. Schauen wie sie hängen. Und jetzt, wenn man genau RB drückt, kann man mit dem rechten so ein bisschen umslashen. Ja, ich würde sagen, die Janni, schön breich dich. Okay. Also, weiter geht's. Na, die kann ich packen, glaube ich. Aha. Da hier noch zu fiedeln. Geben wir noch einen. Vielleicht kann er noch einen vertragen. Nein, das ist gut. Nehmen wir. So. Jawohl. Halbiert. Schon immer halbiert. Mit Atem springen. Das ist, glaube ich, echt so Call of Duty-Steuerung. Oh, I love this song. Come on. What the hell? Nein, nein. Jenny? Jenny ist tot. Wait! So. Yeah, something happened. I don't know, a big explosion. They probably heard it in Kansas. The whole place smells like gas. I think we opened up a main. I want him. Suck! What a strupe! Oh, scheiße, man! Ja, jawohl. Also, vom Schnapp. Wir müssen den Typ auch gerade. Dag! Oh scheiße, nein, das ist nicht gegangen. Irgendetwas anschießen. Jawohl, und dann kann man sie packen. Und dann mit A exekutieren. Hey, nein, nein, jetzt kann man den noch umdrehen. Das ist verdammt grob. Also, erste Knarre am Start. So.
Oh gut, aber das. Also jetzt fehlen wir wieder mal ein paar, würde ich sagen. Zack! So easy, das ist so geil. Okay, aber wenn mein Licht geht, wird man ein bisschen gefickt so. Darum kann man das Licht auch ausschießen, wenn man das möchte. Aber nein, das fliegt denen sicher immer ins Gesicht. Strupp. Also, das geht glaube ich auch etwas, wenn man das ausschießt. Jawohl. Kann ich das Schild nicht? Nein, nein. Honda, würde ich sagen. Ja, genau. Dann machen wir das Gleiche. Hey, nein, es ist Hurenstrupp. Vor allem sie haben dem nichts entgegenzusetzen. Mit den Türen kommen, kann man sie, glaube ich, auch probieren. Yeah. Das ist schon ein krankes Game, oh. Bist du mal, du siehst. Holy shit! Also, da ist gerade alles in die Luft gegangen. You again. I was wondering when you were gonna show up. Shh. I got a staccato. He's over here. You're not so tough now, are you? The Darkling. Monkey, it's been too long. Give us a hug. I'll pass, but thanks for the help. What's that smell? You tell me. I came from your noggin. Or'd you forget that already? Come on then, let's move. Let's go. Okay. Ja, ich sehe bevorzugt, ey, Waffen. Und der Sack. Sieh doch den Vollidiot rein. Hey, nein, ich glaube es nicht. Hey, nein, ich glaube es nicht. Hey, nein, der hat schon voll ins Hirn geschissen. Ah, schau jetzt, schau jetzt. So geht das. Alright, du hattest es so, genau. Irgendwelche Chats. Ah. Ja, die mit dem Gitter, wo das Zeichen kommt, kann man nicht zerschießen. Finde ich sehr mühsam. Wieso sollte ich das Licht nicht zerschießen? Ich meine, hallo. Aber ja. Egal. Yeah. Genau. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Fähigkeitsbaum, wie es nicht zum Teil in Rollenspiel geht. Und als erstes muss ich eben durch den Herzfresser reinziehen. Genau. Und weil ich die Limited Edition habe, hat sich hier noch einer reingeschlichen. Ja, schau hier. Aha, okay. Also das und... Ja, ja, eben. Es ist wieder mal typisch, so ein bisschen Bonusinhalte und so. Das ist eh so Zeug, wo man eigentlich drauf schiessen kann. Oder besser gesagt, drauf schiessen kann. Aber, naja, bringen tut es schon ein bisschen etwas, he? Also. Aha, die müssen wir auch noch kaufen. Gut, also. Ziehen wir den noch, ziehen wir den noch. Und ich glaube, die restlichen sind jetzt schon. Ah, nein. Das könnten wir uns leisten. Okay, mehr Munition, das bringt mir nichts. Okay.
Irgendwo kann man ein schwarzes Loch, glaube ich, machen. Ja, da, schau jetzt. Ja, ja, keine Ahnung. Nehmen wir den mal. Alright. Aha, schau jetzt, ich glaube, der hat jetzt schon das Herz, wo ich reinziehen kann. Yep. Gut. Aha, jetzt nein. Alright. So, komm. Do me a favor and see if you can open that box up there. Done and done. Hey, that Typ, that is so wicked. Also, let's go. Erste Motherfucker. Komm, da schnappen wir uns grad. Yeah. Right, the next. Ich weiß nicht, die Finisher Moves bauen wir schon noch. Aber ich weiß nicht genau, ob man irgendwie beeinflussen kann, was es jetzt ist, was er ausführt. Anyway. Gehen wir wieder mal einen ein bisschen halbieren. Da hätten wir den. Da hinten ist der nächste. Zack, seht ihr, das ist perfekt ein Bot. Warte schon. Ah, wenn man sie so tut, Special Move killen. Hey, nein, und du willst jetzt auch noch sterben, der Brock. Da gibt es kein Herz zum Fressen. Und wenn man so normal killt, gibt es ein Herz zum Fressen, genau. Also, jetzt ist da vorne, glaube ich, noch so eine Spasti nehmen. Jetzt nicht mehr. Nein, nein, weißt du, das stresst jetzt mir schon wieder so unnötig. Aufpassen, ne? So. Man kann sie eben nicht direkt packen, man muss irgendeinen anschießen oder irgendetwas anschießen. Alright, jetzt sind wir auf dieser Seite von der Explosion, ja genau. Ja Jungs, direkt beschissen würde ich sagen. Machen wir da mit einem Handy fertig. Jawohl. Da können wir hier nämlich noch das Herz nehmen. Cool, das passt. Nein, nein, was geht eigentlich mit diesen Idioten hier? They went that way, down into the subway. Okay, Zack. Where the fuck are these guys, Jackie? Ja, das ist chillig, ich kann hier einfach ein Zeug fressen. Und meine Jungs kümmern sich da mal alles Nötige. Ja gut. Gehen wir runter. Ja, komm. Der Darkling kann eben auch nicht runterkommen. Aus der Erde startet dort unten wieder. Genau, aus dem Loch haben sie ja immer zischt, zum Glück. Aber das Licht kann da glaube ich auch nicht. So. Der Darkling, ja genau, der kann dort durchzischen. Gut. Wieder mal ein bisschen leichter schiessen. Come on. Also machen wir es mit dieser Waffe. Alright. Was geht mit dir, Grotto, Mann? Scheiße, seid ihr zu viel, Jungs. Sieg
take whatever you want, as long as I get some answers. Im ersten Teil haben wir eben noch einen Fernseher schauen und man Dinge aus 6 verschiedenen Fernsehprogrammen auswählen und so. Wirklich mal ein stylisches kleines Detail, das nicht wirklich viel gebracht hat, aber trotzdem noch gut gemacht war. Von den Entwicklern würde ich sagen. Aber wegen dem ist jetzt hier der zweite Teil nicht schlechter. So geht's aus. Yeah, schau mal, wenn die Tür dreht. Das ist noch Teabag, einen abpissen, Mann. Was im Furzen tut er jetzt auch noch? Was ist das da für ein Kreuzchen? Oh, shit. Anyway. Ah ja, genau, vom Demo weiss ich noch, dass da hingehen. Ja genau, ja schau jetzt, das ist die Fähigkeit im Zusatz. Das ist super. Okay. Anschiessen, abschlitzen, aufspiessen. So geht das. Ah, das ist aber auch ein bisschen mühsam mit dem Licht, Mann. Und da hat eine Bombe durch den Ding, ja. Ja, nein, die wollen mich hier richtig fertig machen. Schaut mal, Jungs, was ich hier für euch habe. Lights out, Jackie. Aber nicht. So. Jetzt kann man hier, glaube ich, den Pumpe noch einmal schnappen, oder nicht? Mal hier ist sie, schau. Der Defender, yeah. Hier können wir uns jetzt schon etwas reinziehen. Wobei, die meisten kosten echt 1000, wenn ich mich nicht täusche. Was haben wir jetzt hier? Ah nein, 600. Weißt du, ich frage mich, wenn ich das Zeug ausführe. Okay, das klingt schon mal nicht schlecht. Aber hier gibt es noch ein schwarzes Loch. Ja, ich würde sagen, ich hole mir die 16, die ich brauche, und dann ziehe ich mir das in mein Leben bekommen. Und piss dich mal, du Vollidiot, Mann. Was geht mit dem? So. Das ist cool, wenn der Darkling noch hilft, gibt es einen Zusatz. Also. Jetzt ziehen wir jetzt mal das für das Extra-Leben, wo anschliessend kann man eher für 800. Okay, cool. Das ist dann wie viel? 1000. Okay, cool. Und da ist dann... Oh ja. Ja, das ist cool. Also, ziehen wir uns mal das. Und jetzt schnell schauen, was hier die Kollegen noch für uns haben. Also. Mal schnell Licht löschen, damit wir besser können durch. Hey, nein, weißt du, der Trottel mit seiner Scheißhutze. Komm mal daher, Junge. Ah, ist doch schön am Chillen, ha? Okay, jetzt hier eine richtig schöne Party und die Szene kenne ich auch aus dem Demo. Darum laufen wir jetzt einfach ein bisschen vorne hier. Und dann lädt sich das Problem von selber. Ist das geil. Kommen die Jungs, geht mir jetzt nicht auf die Eier durch den. Ich bin nämlich auch du Asi. So, 1, 2. Jetzt haben wir hier noch einen. Dann möchte gerne Uzi-Typ, Mann. Yeah! Noch kurze Zeitlupe für einen Headshot. Jetzt hoffe ich einfach, dass es hier nicht gerade dazukommt, aber ich denke, das wird schon gut. Das gibt jetzt massive Ponys hier.
Aber wir haben wieder mal Lichtproblem, genau. What the fuck? Das hat schön gescheppert. Also, aber zuerst hole ich mir hier noch ein paar Herz. Easy. Hier hinten gibt es auch nichts mehr zu holen. Scheiße, der ist jetzt gerade verschwunden. Also, man muss schnell genug sein, sonst sind die Herzen weg. He? Gut. Scheinbar müssen wir in die Richtung. He? Oh, 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 oh. Ja, schön. Die Jungs, ja. Die falsche Zeit am falschen Ort sind. Naja, er ist so ein kleiner Perversling. Schönes Piefli abschütteln. Und du, Mann. Du ist so ein Spasti. Dann haben wir hier noch so einen Spagati. So. Das ist geil, da kann man einfach durchmarschieren und die Sachen fertig machen. Die Waffen sind eigentlich gar nicht so lustig. Ich meine, wer will schon Waffen brauchen, wenn er solche Dämonenarme hat? He? Wie wär's mal mit einem Call of Duty, der so ein bisschen abgefahrene Sachen könnte machen? Oh, Double Kill. So. Nein, was bist du noch durch? Den Pumpi machen wir. Pumpi, Pumpi Deal. Oh nein, scheiße. Aber wenigstens ein Kimbo. Achtung! Naja. Ah, wie wär's mit ein bisschen Gegenwehr? Ja, hier können wir nicht rein. Und hier. Können wir auch? Nein. Jetzt können wir hier drüber in diesem Fall. Oh shit, das ist abgefahren. The host will not die. Where the hell am I? Hey, seht ihr da vorne, der Typ? Das ist doch der Freak, der die Einleitung erzählt hat. Ich bin gespannt, aber ich würde sagen, die erste Session ist jetzt hier mal fertig. Halbstunde, Darkness Gameplay. Ich habe mich relativ gut amüsiert. Es ist zwar jetzt noch nicht viel Neues, weil ich das Demo gekannt habe, aber ich hoffe, euch hat es einen guten Vorgeschmack gegeben. Und ja, würde mich freuen, euch beim zweiten Teil auch wieder dürfen zu begrüßen. Merci auf jeden Fall fürs Abchecken und schönen zusammen.